Hallihallo, Hallöle. Ja, heute ist der Tag der Tage. Ich habe aufgerüstet. Also nicht nur, dass ich hier mittlerweile meine Hobel alle fertig habe. Ich habe heute mal diese 9 Euro Feinsäge ersetzt. Also die Dinger hier, die gibt es mittlerweile ab irgendwie 3, 4 Euro. Ich hätte fast gesagt im Dollarstore, also im Bibermarkt um die Ecke, ne? Also im Baumarkt. Also so richtig verbiegungsfest sind diese Rückensägen nicht. Und sie sind halt ziemlich uncool anzufassen, weil du musst ja jedes Mal dein Handgelenk damit verbiegen. Ja, heute habe ich aufgerüstet und das kam gerade an. Ich war mal bereit und habe ein bisschen mehr Geld ausgegeben und habe mal bei dem Dieter Schmidt bei feinewerkzeuge.de bestellt. Und was soll ich sagen? Hier ist es. Und die packen wir jetzt zusammen aus. So, hier ist es also. Das große Paket. Bloß nicht zu hoch einstellen hier das Cuttermesser. Nicht, dass ich mir da noch was kaputt mache. So. Da sind sie. Guck mal genau, was ich meine. Seht ihr sie schon? Ah, herrlich. So, was haben wir da? Ah, guck mal hier. Der Mann weiß Bescheid. Ha? Ich bin eine Naschkatze. Und hier ist noch ein nettes Anschreiben. Ja. Mit der Kohle, die ich dafür ausgegeben habe. Links und rechts ein bisschen Verpackung. Interessiert nicht. Willkommen auf meiner Sägebank. Ja. Da sind sie. Eine kleine Veritas Crosscut 16 TPI und eine Veritas, ich glaube, die hatte auch so um die 16, muss ich mal gucken hier, 14 TPI. Also das eine für Crosscut gegen die Maser und das andere für Ripcut mit der Maser. Und weil ich neugierig bin wie ein Kleinkind, gucken wir uns die natürlich auch gleich an. Und das wird ein Unterschied sein zu der Standardsäge. Yippie-ahi. Was fällt als erstes auf? Voilà. Sie ist gut verpackt. Und das kleine Baby da mal rausholen. So. Guckt euch das an. Ja. Zur Verarbeitung, also die biegt man hier oben eher geringfügig. Ansonsten hat das Ding einen Pistolengriff, kann also genüsslich aus dem Arm verarbeitet werden und nicht wie hier mit dem Knick deines Handgelenkes, damit du gerade sägst. Die Sägen sind tatsächlich gleich lang und die hier sollte, oh ja, also wenn ich die über meinen Fingernagel gebe, hier, da bewegt sich nichts mehr. Oh ja. Ja, was haben wir? Auf dem Blatt selber steht vorne drauf 14 TPI und RIP. Das ist natürlich Firma Veritas, wisst ihr. Bestätigung vom Transport kann ich also jetzt gar nicht meckern. Der Griff. Ja, also für mein Gefühl könnte der hier hinten weiter abgerundet sein. Aber Werkzeug lebt mit dem Besitzer, also die wird angepasst. Das ist die erste, das ist die Ripcut. Ripcut, wo steht's? Da vorne, Ripcut, 14 TPI. Also 14 Zähne pro Inch. In Zentimeter weiß ich das nicht. Kommen wir zur nächsten. Muss ich mir irgendwie noch kenntlich machen. Das ist noch nicht deutlich genug, ob das jetzt eine RIP oder eine Crosscut Saw ist. Mit oder gegen die Maserung. So, da geht's weiter. Die nächste. Da ist sogar jetzt eine Anleitung drin. Das war jetzt in dem anderen Karton nicht. Doch, war auch drin. Hier ist er. Ja. Gut. Das sind Small Joinery Saws. Steht hier drauf. Ja,
gekauft für Dovetails oder zu Deutsch einfach Schwalbenschwänze. Oder einfach das ganz normale Ablenken. Das ist schön. Ich habe noch nie eine Anleitung für eine Säge gesehen. Also wirklich gut. So viel dazu. Hier kommt die zweite Säge. Komm her, Baby. Oh, da habe ich das Gefühl, entweder ist das Paket kleiner oder die Säge größer. Können wir gleich mal gegeneinander halten. So. Vom Griff her. Ja, hier habe ich das Gefühl, unten ist der nicht ganz so scharf wie hier. Naja. Oh, schönes Gewicht. Liegt gut in der Hand. Und das Ding müsste jetzt Crosscut sein. Steht auch drauf. Auch hier Fingernageltest. Da bewegt sich nichts mehr und der Fingernagel, der ist hier oben, ich weiß nicht, ob man das sieht, jetzt kaputt. Ja, hübsches Gerät. Hübsch angeschliffen. Kann ich da überhaupt Unterschiede sehen? Also jetzt bei den ganz kleinen Zacken, kann ich das sehen? Puh. Eigentlich nicht wirklich. Doch. Hier die Zähne bei der Ripcut stehen steiler. Also die Flanken von den Zähnen stehen steiler. Und die von der Ripcut sind irgendwie, nee, hier von der Crosscut, sind nicht so steil wie die hier. Wir werden sehen, wie sie sich beim Sägen bewegt. Das sind jetzt also die drei Feinsägen, die ich habe. Und ich denke, damit lässt sich da schon was anfangen. Ich freue mich schon, meine nächsten Projekte damit zu machen. Und nicht vergessen, so teuer sind die nicht. Also man muss nicht 200, 300 Euro für so eine Säge ausgeben, die hier oben dann ein Messingbeschlag hat und einen Vollholzgriff und sowas. Muss man nicht unbedingt machen. Also die hier sollen auch reichen. Und insofern, ich freue mich, die ersten Schnitte damit zu machen. Das war mein Werkstatt-Update heute. Gerade frisch angekommen. Die werden von mir noch mit einem leicht öligen Tuch einmal eingerieben werden. Hier unten werde ich einfach noch mal ein bisschen Leinöl drauf machen. Ganz fein. Ja. So ist das. Das sind jetzt die drei Feinsägen. Der nächste Kauf wird sein, ich werde mir zwei vernünftige Fuchsschwänze kaufen, also im Englischen Panel Saws. Und dann dürfte ich in etwa meine Sägen zusammen haben. Also nicht nur da oben die Hobel, sondern auch hier die Sägen. Und dann müsste das fertig sein. Da unten das Regal, ja, das sind Maschinen, das sehe ich auch so. Aber die benutze ich nicht. Viel zu laut, der Mist. Das ist meine Welt. Ne? Man soll das ja auch so ein bisschen hier bekommen, da so in dem Arm. Ne? Und es ist entspannt. Ich wünsche euch was.